Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, ich bin jetzt mal wieder richtig gesund und ja, ich wollte euch mal hier gerade die, warte, 1, 2 Kämpfe zeigen, wo ich gerade gewonnen habe im Clan-Kampf, wie geil die waren. Also der hier ist nicht so interessant wie der andere, aber ich wollte euch trotzdem das mal hier zeigen. Ja, weil der zweite Kampf war sehr schön, also nicht sehr schön, weil es war sehr gut und sehr knapp. Ja, das hier war auch sehr schön. Warte mal, ich glaube, das ist zu schnell. Hier kann man auch genügend sehen. Ja. Also das war sehr knapp. Jetzt zunächst, wenn ich wieder Zeit habe oder so, mache ich wieder so ein Clash Royale Video oder so. Eigentlich habe ich jetzt halt. Eigentlich könnte ich jetzt auch gleich nochmal im Clan-Kampf kämpfen. Mache ich auch. Ich beschleunige mal die Geschwindigkeit hiervon. Bescheid finde ich, wir sind zu 25 Leute im Clan. Wieso wir nicht alle direkt gleichzeitig kämpfen, damit wir schneller die Clan-Truhe hochbekommen? Voll bescheuert. Ja. Hier so haben wir auch gewonnen. So, und der zweite Kampf, der war richtig knapp. Zum Verlieren. Hier, also wir hätten fast verloren, ganz knapp war der Kampf. Der zweite Kampf hier war richtig knapp. Wir hätten beinahe verloren. Danach hatten wir auch noch gewonnen. Das war ein geiler Push am Ende. Ja, also wir haben nur aus Glück gewonnen, weil das war ein sehr geiler Push, den ich und mein kleiner Kamerad gemacht haben. Deswegen haben wir dadurch nur gewonnen. Durch den guten Push. Ja, also das war sehr interessant hier, der Kampf. Und ja, ich bin nur glücklich, dass wir gewonnen haben und nicht verloren haben. Es war auch aus pures Glück, dass wir nur gewonnen haben und ja. Das war knapp, weil wenn der rangeht, der Riesenbaum explodiert, dann ist der Leben ganz schnell weg. Das Leben vom Turm. Da guck mal, jetzt steht 2-2. Guck mal. Das war sehr knapp jetzt hier. Da hatten wir keine Chance mehr, die abzuhalten, die Truppen. Da zweiter Ballon und so. Wir haben Inferno dran gesetzt, beide. Hinten so. Bäm. Da habe ich Komfort gesetzt. Da, das wurde immer knapper und knapper. Da, die haben rasiert. Dann, was mache ich, mein kleiner Kampf? Ich und mein Kumpel, wir zusammen gekämpft haben, der hat da gesappt. In der Verlängerung. So, dann hier war das nochmal knapp. Da haben wir beide Inferno dran gesetzt und da haben wir schnell nochmal gepusht und das war so knapp. Mit 75 Leben haben wir es geschafft, noch zu gewinnen. Das war sehr gut. So, wenn die fertig sind, kann ich auch kämpfen, noch mit dem. Ah, Kleinkampf. 3 Minuten an die Kleintruhe und wir haben die leider nur auf Level 4. Tja, wie viele Kronen habe ich eigentlich? 4,5 Kronen. Der Beste hat 9 Kronen, gut. Der Beste, der Erste. Ja. Dann warte ich jetzt, bis mein Kollege da ist. Der andere, dann können wir kämpfen. Weil wir haben nicht mehr so lange Zeit. Wäre sehr schön, wenn wir das noch heute schaffen. Nicht heute, geht's gleich noch ein paar Kronen zusammen, jetzt so, dass wir die höchstens auf Level 5 schaffen wir nicht mehr, aber wir schaffen noch ein paar Kronen mehr. Haben die beiden gewonnen? 3-2, ja. Oder? Ja, 3-2 haben die gewonnen, auch gut. So, der letzte Kampf für heute, glaube ich. Ey, mit wem kämpfe ich da? Was ist das denn für ein Noob? Oh shit, ey, das wird schwer jetzt mit dem Noob. Ja, alles klar, die Gegner haben die Banditen. Ey, gut gemacht, Kumpel. Wäre sehr gut. Das war ein Fehler von mir.
Alter, was machen die da, die Noobs? Was sind ja Chinesen, Japaner, was soll das sein? Das wird jetzt sehr schwer für uns beide. Oh, der Mauer kommt voll. Dann setze ich mal meinen Rambock. Ich ramme die weg. Ich ramme den in den Turm weg. Okay. Das wird sehr schwer für uns beiden. Komm, verbrenn ihn doch mal, den Rambo. Ah, nee, ist ja. Ah, wir werden eh nicht gewinnen, weil das ein Noob ist. Mit dem ich kämpfe, ist ein Noob. Da steht noch 0-0. Toll, wir haben verloren. Wir haben verloren. Nee, doch nicht. Oh, das ist gut. Komm, Eismagier. Das wird sehr schwer. Oha, 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 oha. Tschüss. Ah nein, die haben den ersten Turm zerstört von uns. Ah, den zweiten haben wir jetzt auch kaputt, ja. Wir haben verloren. Nein, was sind das für Noobs? Setzen die Rakete? Ja, nee, ist klar. Was sind das denn für Pimmelberger? Opala, sorry, sollte ich lieber nicht gesagt haben. Aber mir schreckt das gerade hier alles so auf, dass ich nur Ausdrücke sagen könnte, gerade. Ich bin mit so einem Noob am Kämpfen. Kein Wunder, wieso wir verlieren, ey. So scheiße hier. Komm, verreck. Ah, haben verloren. Es gibt kein Zurück mehr. Wir haben verloren. Ich glaube, Klentro ist jetzt eklig vorbei. Kann ich ja mal gucken, was ich alles habe. Und wir haben verloren. Oh. Gott, nee. Kann jetzt trotzdem mal gucken, was wir alles in der Klentro, was ich in der Klentro bekomme. Klentro, Klantro, ist mir egal, wie das heißt. Ich kann jetzt den nächsten Spiegel auf Level 4 machen. Jetzt kommen hier nur Scheißkarten. 504 Gold. Oh, Mega-Lakai freigeschaltet. Läuft. 10 reich mal Barbaren. 41 mal Königsriese. 7 mal Grabstein. Und ne, ich einmal Blitz. Was will ich mit Blitz, Digga? Leute. Was will ich mit Blitz so schlecht, ey? Oh, so ist das Leben halt. Ach Gott, ich. So. Ich frag mich, wann hier Dings. Kann uns auf Test spielen, oder gibt's also. Nee, kann uns auf Test spielen. Ey, wann kommt man mit einer guten Herausforderung? Ja, hier sind auf Megalakai. Wo ist Megalakai? Da. Oh. Warum hat man die nächste Karte gemacht? Bald kommt die nächste Dings, wie heißt die? Legendary, die dann kommt einmal gewöhnlich und einmal, glaube ich, die zweimal gewöhnliche und einmal Legendary. Hoppala. Ich will jetzt nicht zeigen, egal. Ich habe 50 Juwelen, wie viel nur 50? Dann mache ich hier sowas, ne? Also guck mal Leute, also hört man so oder was weiß ich. Hier, wir finden noch 50 Juwelen, ich habe 50, jetzt finden wir noch 50, habe ich 100. Dann erstelle ich hier so einen Kampf. Ne? 50 Leute, eine Stunde, zwei Stunden Vorbereitung, eine Stunde dauert das. So. Ich muss nicht unbedingt kämpfen. Wenn ich aber alleine bin, hier drin alleine bin, bekomme ich 175 Gold und 25 Karten alleine erstellt. Da bin ich alleine drin und kämpfe nicht. Wenn ich alleine drin bin, kämpfe ich nicht. Und so, also ich werde auch niemanden einladen, dann kämpfe ich nicht. Und dann bekomme ich den ganzen Hauptpreis. Und so kann man cheaten, dass man gute Preis bekommt, gute Karten bekommt. Man kann es auch so machen mit. Also mit 500 kann man es machen, 2000, 10.000. Da stellt man so, sind 1000 Leute drin, ja. Hier eine Stunde Dauer, zwei Stunden Vorbereitung und so 2000 Karten, oder? 2000 und 14.000 Gold. Hauptpreis wären ja auch. Also hier Hauptpreis.
besten 200 Spieler erhalten einen Preis je nach ihrer Ranglistenplatzierung. Belohnung einmal 2000 Karten, zweimal 1200 Karten, dreimal 800 Karten. Hier, die bekommen erster 400 Karten, zweiter 240 Karten, dritter 160 Karten, hier 100 Karten, 60 Karten, 40 Karten, 25 Karten, 15 Karten, 10 Karten. Ja. Das wird nicht knapp, das wird cool. Also auf jeden Fall werde ich das so machen, weil das, ich finde das einfach, das ist nur Cheating. Aber so kann man wenigstens gute Karten bekommen. Ey. So. Also, es war's dann für heute. Wir sehen uns demnächst in einem anderen Video, im neuen Video, wenn ich wieder Clash of Clans, Clash Royale oder Minecraft spiele, überlege ich mir dann. Bis dann. Wir sehen uns. Ciao.